Johann Wolfgang Goethe hat sich in gewisser Weise mit Zielbildern auseinandergesetzt. Und was du davon lernen kannst, von Johann Wolfgang Goethe im Sinne von Zielbilder, das erkläre ich dir jetzt. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger. Johann Wolfgang Goethe hat sich doch tatsächlich quasi mit Zielbildern auseinandergesetzt, und zwar in der Form, dass er, na, Überraschung, ein Gedicht geschrieben hat. Es reimt sich tatsächlich, und ich finde schon, dass das sehr viel Wahrheit enthält. Ich will mal die Zeilen vorlesen. Dein Ziel vors Auge gestellt hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Das sind die Zeilen von Johann Wolfgang Goethe. Ich habe es leicht abgewandelt. Das komplette Zitat bringe ich am Ende. Ich will es mal zusammen, ich will es nochmal einzeln aufdröseln. Dein Ziel vors Auge gestellt. Also, er spricht in weiteren vier Zeilen davon, dass die Dinge quasi, man kann viel sagen und viel schreiben, aber das bleibt irgendwie nicht haften, da passiert nichts. Aber hier, da sagt er, okay, man solle sich ein Ziel, man solle sich etwas vors Auge stellen. Also irgendwie offensichtlich etwas Bildliches, ja, etwas Bildliches sich vor Augen führen. Und da passiert irgendwie mehr oder was anderes. Ja, das sagt er uns hier. Also die erste Zeile lautete, dein Ziel vors Auge gestellt hat, und jetzt kommt die zweite und dritte Zeile, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält. Also er spricht davon, von einem magischen Recht, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält. Also die etwas sich etwas vor Augen führen, beeinflusst irgendwie die Sinne. Interessant. Also die Sinne, das Spüren, das Fühlen, das Hören, Sehen, Schmecken womöglich. Wenn du dir irgendwas vor Augen führst, dann werden die Sinne eher angeregt und das, die Merkfähigkeit. Und zum Schluss schreibt er, bleibt der Geist ein Knecht. Ja, da wird irgendwas draußen gehalten und das ist, ich füge hinzu, der logische Geist, ja, also die Logik. Und da kommen wir wieder zur ersten Zeile oder zur zweiten, das magische Recht. Ich lese nochmal komplett vor, sonst kommen wir ja durcheinander. Dein Ziel vors Auge gestellt hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Er hat ganz zum Schluss, spricht er davon, dass der Geist ein Knecht bleibt. Im Sinne von, das steht erstmal zurück, das logische Denken. Du beeinflusst dich über eine Emotion oder das intuitive Denken. Ja, finde ich schon höchst interessant. Vielleicht noch ein Hinweis, was ich von Goethe erhalte. Ich glaube, er war eher eine, womöglich eine nicht immer, wie soll ich sagen, eine zwielichtig ist zu viel gesagt, aber sowas in die Richtung, ja. Also, er hatte irgendwie auch so ein paar ziemlich dunkle, komische Gedanken, wenn ich so seinen Faust ansehe, den er da geschrieben hat, über das Böse und wie sympathisch der Herr Faust darüber kommt. Ja, das behagt mir überhaupt nicht. Gleichwohl ist er natürlich ein großer deutscher Dichter
und gilt als solcher zu Recht. Was er da sonst noch im quasi Sinne gehabt hat, ja, das ist wieder was anderes. Aber hier, er wusste genau, was Sache ist. Er hat das Magische gesehen, wenn einem etwas vors Auge gestellt wird und die Sinne, die dabei irgendwie eine Rolle spielen und dass eben der Geist, der logische Geist tatsächlich womöglich da nicht so, der wird irgendwie anders angesprochen und da ist der Effekt weniger groß, als wenn ich die Emotionen anspreche. Ja? Und eben auch optisch. Ich will jetzt mal das komplette Gedicht vorlesen und zwar spricht er hier, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, hier anstatt von dein Ziel vors Auge gestellt, sagt er, dummes vors Auge gestellt, egal. Also ich lese mal komplett alle 8 Zeilen vor. Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten. Es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt, hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Ja. Erstmal soweit. Nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr. Gerne wieder hier auf diesem Kanal.